Es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Trefflich, aber ich habe kein Gold. Ging alles für Alkohol drauf. Ich behalte eine Flasche, ihr nehmt den Rest. Für eure Mühen. Ach du Heilige, der ist ja mal mega krank. Auch gut, ich hab die Flaschen nicht. Nein, keine Bezahlung, kein Wein. Keine Bezahlung, kein Wein. Ich wusste, einem Hexer kann man nicht trauen. Tja, kannst du verpieseln. Konrad und ich sind quitt. Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 und dem Ameisenkönig. Wir sind jetzt hier im haarigen Bären und haben die Quest fertiggestellt mit Konrad, dem Typen, der irgendwie neureich sein sollte, aber irgendwie dann sein ganzes Geld versoffen hat. Haha, jetzt haben wir den ganzen Wein für uns. Ja. Also verspricht irgendwie eine Belohnung und dann, ach nee, habe ich gerade alles versoffen. Ach, gib mir trotzdem eine Flasche Wein. Nee. Ich finde ja nicht so geil. Arme Frau, verpiss dich. Schlimme Schmerzen. Sie hat schlimme Schmerzen. Also, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen noch unbedingt, ich glaube, das mache ich mal eben hier im Gasthaus, übernächtigen, weil wir noch unsere Verdächtigen ausschließen müssen. Wo ist der verdammte? Ach, da, in der Ecke sitzt er. Verdammt, macht, was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Ich setze mich gleich auf dein Gesicht, Alter. Sind Zimmer frei? 5 Orens. Alles klar, wir müssen jetzt bei Tagen müssen wir noch Thala und Vincent, mit den beiden müssen wir noch labern, weil die ja noch in unserem Journal als verdächtig gelten und wir müssen ja noch Thala erzählen, dass er nicht mehr unser Verdächtiger ist. Der wollte ja beim letzten Mal nicht mehr mit uns reden. Verbiss dich oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und wir sagen zwar öfter Leute zu uns, aber pff. Jetzt geht aber... Du dreckiger Hund, ich schlitze dich gleich auf. Hammer. Also, was wir jetzt noch machen müssen... Ey, wir könnten doch eigentlich mit dem Grünen da reden. Munrovada, mit dem haben wir noch gar nicht gelabert, oder? Geralt, es ist Ewigkeiten her. Ich glaubte Soltan nicht, als er sagte, ihr wäret wieder da. Ich bin es, Munro, Verbannte. Der Krieg, ihr, Soltan und ich halfen ihnen. Das müsst ihr doch noch wissen. Wie ist das Leben so? Fragen wir mal, ich kann mich gerade auch nicht an ihn erinnern. Scheint ein Kumpane von Soltan zu sein. Wie ist das Leben so? Kann nicht klagen, ich habe einen guten, ruhigen Job als Rausschmeißer. Das ist ruhig? Die Gäste machen alles unter sich aus. Es ist ein ruhiger Ort. Kein Vogel scheißt in sein eigenes Nest. Okay. Wir sehen uns später. Also doch kein interessanter Typ. Munrovada, also ich weiß, dass Soltan mehrere Gefährten dabei hatte. Einen Kobold und auch noch mehrere Zwerge. Damals ist er ja nicht nur alleine rumgezogen. Also Geralt mit Soltan. Hey, Carmen. Danke für eure Hilfe. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Ihr seid also nun allein. Spinnt ihr? Einige Jungs aus dem Dorf kümmern sich um uns. Die wurden nur mit diesen Missgeburten nicht fertig. Verstehe. Was darf's sein? 200 Orens? Oder wäre euch eine andere Zahlungsart lieber? Oh, ich bin kein Materialist. Ich bin kein Materialist. Im guten Buch steht, keine Gefälligkeit bleibt ohne Lohn. Ich sorge dafür, dass es sich im ganzen Ort und bei den Damen vom Gewerbe herumspricht. Wir Huren wissen, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Das ist schön. Ihr seid recht einzigartig, aber an Hochstaplern, die sich für euch ausgeben würden, fehlt es nicht. Einigen wir uns darauf, dass ihr den Mädchen Blumen bringt, wenn sie Zweifel haben. So wissen sie dann, wer ich bin? Unbedingt. Ich habe noch nie von einem Freier gehört, der einer Hure Blumen mitgebracht hätte. Geil, ey. Arbeiten viele Mädchen wie ihr in Visima? Sehr viele. Aber ich bin die Hübscheste. Zweifellos. Schön, euch zu sehen. Tja, hätte ich jetzt doch nur... Oh, sie kann Poker spielen, geil. Adieu. Hätte ich doch nur für sie schon eine Blume dabei. Carmens Freundinnen werden ihre Dankbarkeit für meine Hilfe zeigen. Für einen symbolischen Groschen. So, bei Tage können wir auch nochmal... Da läuft ein kleines Kind. Mit dem Waffenschmied hier reden. Seid ihr der, von dem Siegfried gesprochen hat?
Siegfried? Der Ritter aus den Kloaken? Ihr seid es wirklich. Diese Gorgo hat uns eine ganze Weile Ärger bereitet. Ich habe gehört, es soll ein harter Kampf gewesen sein. Sie war jung und schnell erledigt. Was führt euch her? Sie war jung und schnell erledigt. Was macht der Orden in Vizima? Wir können ja mal ein bisschen mehr über den Orden der Flammenrose erfahren. Der steht ja hier schon, die laufen ja hier überall rum. Was macht der Orden in Vizima? Wir helfen beim Kampf gegen die Pest, wahren den Frieden und kämpfen gegen Ungeheuer. Da habt ihr ja eine Menge zu tun. Wir schützen das Volk und tragen das Licht der ewigen Flammenrose. Und verkauft ihr mir eure Waren? Verkauft ihr mir eure Waren? Ich arbeite nur für Freunde des Ordens. Macht's gut. Alter, wieso bin ich kein Freund des Ordens? Homo. Seid gegrüßt, Herr. Kann ich euch helfen? Seid ihr der Lehrling des Schmieds? Herr, ich fege, heize die Öfen an, führe das Geschäft. Darf ich mich mal umsehen? Pardon, Herr, wir verkaufen nur an Freunde des Ordens und Gläubige. Von euch habe ich nie gehört. Lebt wohl. Ich habe Siegfried geholfen. Er hat noch nie von mir gehört. Der eine hat von mir gehört. Der Höhergestellte sogar. Die sind ja doof. Dann können wir aber mal den Friedhof abchecken. Okay, jetzt eigentlich... Okay, nee, komm, das machen wir später. Eigentlich habe ich ja gesagt, wir sollten jetzt mal mit Thala labern und mit Vincent reden. Also mit dem einen labern und mit dem einen reden. Nicht andersrum, nein. Und wenn wir Soltan sehen, dann können wir den auch nochmal ansprechen wegen unseres Schwertes. Ah, was haben wir denn hier? Also zuerst zu Thala, der dürfte ja zu dieser Tageszeit irgendwie pennen. Dort hinten habe ich schon Vincent May gesehen. Oder Mais. Vincent May oder Mais? Frage ich mich immer noch. So, dort hinten Lichter. Keiner da? Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Dass der überhaupt mit seinen lumpigen... was ist das? Ist das eine Weste? Ist das... ein Sack, der irgendwie aufgeschnitten worden ist, einmal, was er da anhat, überhaupt so ein Hehler ist. Ich weiß über die Salamandra Bescheid. Wir werden sehen. Fassen wir zusammen. Ich bin verdammt gespannt. Diese Geschichte ist langweilig. Was habt ihr denn für ein Problem? Ihr seid kein genialer Verbrecher, Thala. Auch wenn ihr das sicher gerne wärt. Und was bin ich dann? Die verlorene Jungfräulichkeit, die eine fromme Priesterin in einer dunklen Gasse gelassen hat? Ein kleiner, wichtigtuerischer Schieber, der Schulden aufkauft, um auch mal Kontrolle über andere zu gewinnen. Aua, das hat gesessen, Geralt. Ihr habt eine große Klappe. Aber wenn es eng wird, versteckt ihr euch hinter dem Rockzipfel der Wachen. Ihr habt keine Eier. Haltet die Fresse! Hört auf, so zu tun, als hättet ihr Stolz. Ihr findet das Eigentum eines Hexers, der sein Leben für Leute wie euch riskiert. Und was macht ihr? Sagt es mir. Ihr ignoriert es. Seht nur eine weitere Möglichkeit für ein bisschen Profit. Ihr seid ein unbedeutender kleiner Hehler. Mehr nicht. Sind eure Ermittlungen damit abgeschlossen? Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Der große Geralt hat gesprochen. Er hält Vorträge und spielt den Gebildeten. Aber mir ist das scheißegal. Ich will mal großzügig sein und es nicht persönlich nehmen. Dass die Kunden ein bisschen den Kopf verlieren, kommt halt vor. Ich werde euch was erzählen. Ich bin Azar vielleicht mal auf die Füße getreten. Das Schwein ist verrückt nach Antiquitäten und ähnlichem Luxus. So wie alle Bekloppten. Hatte meinen ganzen Transport mit dem Scheiß. Wie sich herausstellte, war alles für ihn. Dumm nur, dass ich damals auf die Stadtwachen angewiesen war. Ich gab Vincent einen Tipp und sie haben alles beschlagnahmt. Seitdem brauche ich noch mehr Schutz als vorher. Aha, alles klar. Ich habe einen einflussreichen Verbündeten gewonnen und Informationen über Azar bekommen. Alles klar, und Stufe aufgestiegen, cool. Also, was darf's sein? Wollt ihr werden? Wir hatten jetzt aber noch was. Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Das hatten wir doch schon, oder? Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Haha, das ist streng vertraulich. Man muss eben wissen, wie man gut über die Runden kommt. Gut über die Runden kommt? Sowohl die scheiß Wachen als auch die bekackten Diebe brauchen mich.
Ich habe Abmachungen mit beiden. Und das macht mich unberührbar. Ach so. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen? Okay, wir sehen uns später. Wir sehen. Interessant. Aber hey, wir können bei ihm können wir auch pennen, oder? Also was? Glaube ich. Ja, geil, cool. Die macht's nicht aus. Wir haben ihn eben total beleidigt. Du bist nur ein unbedeutender Hehler. Du bist nichts wert. Deine Mutter hasst dich. Du bist scheiße, stinkst aus dem Maul. Okay, ich nehme das mal nicht persönlich. So, was können wir denn nochmal machen hier? Bei Stärke können wir ein bisschen investieren. Zum Beispiel bei Parieren plus 10%. Und sonst vielleicht mal bei schneller Stahl. Schmerz. Präzisionstreffer plus 10%. Oder bei Silber. Genau, bei Silber könnten wir ein bisschen was drauf tun. Dort haben wir jetzt noch das hier. Schnelles Silber. Schaden plus 20. Ja, also nicht. Also Schaden plus irgendwas. Die sind immer gut. Denke ich. Jawohl. So, eine Stunde meditieren ist sicher mal nicht verkehrt. Geil. Und dann haben wir jetzt schon mal Thaler ausgeschlossen als Verdächtigen. Jetzt bleibt nur noch Vincent übrig. Aber heißt das auch, dass er der Verdächtige ist? Ich meine, wir haben jetzt hier keine engere Auswahl getroffen. Wir haben jetzt nur so, der könnte verdächtig sein. Der könnte auch verdächtig sein. Deswegen hätten wir jetzt irgendwie so einen Mord und nur 5 Leute waren anwesend. Dann hätte man natürlich das nach dem Try-and-Error-Prinzip machen können. Hey, 4 davon sind auf jeden Fall unschuldig. Dann muss der 5er schuldig sein. Aber das können wir hier nicht machen. Deswegen gehen wir noch ein bisschen sanfter. Okay, sanft ist wieder ein anderes Wort bei Geralt, glaube ich, an die Sache mit Vincent dran. Wie ist es im Lagerhaus gelaufen, nachdem ich weg war? Schnell. Gut. Ich muss gestehen, ich hatte etwas mehr erhofft. Aber ein paar Banditen weniger ist auch nicht schlecht. Das war das letzte Mal, dass ihr mich benutzt. Ich bin kein Rächer für jedermann. Ich hatte keine Wahl, glaubt mir. Es kommt nicht wieder vor. Ihr habt mein Wort. Ihr habt vermutlich vor, die Untersuchung fortzusetzen? Ich habe keine Wahl. Offiziell kann ich nicht helfen, aber ich lasse euch gewähren. Und ich würde gern erfahren, was ihr herausfindet. Ha, alles klar. Ich will dann mal über die Salamandra mit euch labern reden. Wieso sage ich eigentlich die ganze Zeit labern? Ich glaube, ich habe jetzt schon 4 oder 5 Mal labern gesagt. Egal. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Ich will über die Salamandra reden. Na gut. Jemand hat Ihnen von meiner Verabredung mit der Gorgo erzählt. Was wollt ihr damit andeuten? Ich sag das erste Mal. Das zweite wäre dann, dafür kommen mehrere in Frage, aber fast alle weisen auf euch. Das ist ja Quatsch. Der Professor. Nachdem ihr ihn entlassen habt. Ich habe keine Zeit. Ende der Diskussion. Ihr habt den Professor aus dem Gefängnis gelassen. Seine Kaution wurde bezahlt. Gesetz ist Gesetz. Ich verstehe. Das Gesetz achten, koste es, was es wolle. Was macht ihr nachts? Trefft ihr euren Boss, Azar Javed? Es ist doch nicht unnatürlich, dass ich die Nächte im Händlerviertel verbringe. Aha. Woher habt ihr das Gold dafür? Woher habt ihr das Gold dafür? Man braucht nicht immer Geld. Wohlhabende Freunde. Ich habe keinen stichhaltigen Beweis. Schieben wir die Entscheidung also auf. Klingt, als wäre aus eurem Gebirge ein Maulwurfshügel geworden. Das passiert, wenn sich Amateure an ernsthafter Arbeit versuchen. Solltet ihr auf echte Hinweise stoßen, schaut wieder vorbei. Ich werde euch ein paar nützliche Ratschläge geben. Klar, was haben wir rausgefunden? Ich benötige mehr Beweise für Vincent. Na, für Vincent haben wir natürlich jetzt gar nichts rausfinden können bisher. Ey du, du Sau. Euer Ruf eilt euch voraus. Ihr sollt 3 Ungeheuer getötet und Beweise dafür gebracht haben. Stimmt. Eine spezielle Belohnung. Dieser Runenstein. Nutzt ihn weise. Die Stadt wird bald mehr Belohnungen bieten. Ach, wie kommt er jetzt da drauf? Oh, cool. Bis dann. Geil, jetzt habe ich einen Runenstein bekommen. Was habe ich denn bekommen? Swarok Runenstein.
Wo ist der Teil denn? Ah, stärkt die Klinge vorübergehend mit Magie. Erhöht die Chance, den Gegner zu treffen und den zugefügten Schaden um 40%. Wow, den hebe ich mir auf für den nächsten Bosskampf. Wir könnten auch mal bei Jethro reingucken. Denke ich mal. Würde ich mal machen. Mache ich jetzt eh. Nehmen wir ein bisschen dabei. Ein bisschen Magic Powder. Ein bisschen Babypuder. Du Koksnase. Kannst du haben, wo habe ich das Zeug? Bei gutem Fistech sag ich niemals nein. Diesen Laster solltet ihr abschwören. Wir haben gar nichts mehr, wir haben gar keine Dialoge mehr mit ihm. Adieu. Toll. Jetzt habe ich ihm das Zeug kostenlos gegeben, obwohl ich es hätte selber. Ah, so eine Sau. Egal, so. Wir könnten noch mit Soltan reden, wir müssen jetzt mal mehr Beweise. Ich weiß nicht, wo wir mehr Beweise herbekommen von Vincent. Weitere Informationen über Vincent sind im Abschnitt Charaktere des Tagebuchs zu finden. Ah, wir könnten noch mal unser Ding hier durchlesen. Vincent. Der Hauptmann der Stadtwache entließ den Professor, einen der gesuchtesten Verbrecher Temeriens, aus dem Gefängnis. Vincent ist der Hauptmann der Stadtwache und verhilft des Königsrecht, Königsrecht im Tempelbezirk zur Durchsetzung. Vincent May gehört zu den wenigen, die wussten, dass ich in den Kloaken hinabsteigen wollte, um die Gorgo zu töten. Und er wusste auch, dass ich die Kloaken nur durch jenen Ausgang verlassen konnte, wo ich auf die Banditen der Salamandra stieß. Die Leute behaupten, nachts kann man May nicht sprechen. Nach Einbruch der Dunkelheit löst sich der Hauptmann in Luft auf. Haben wir nicht noch irgendeinen Typen, der hier irgendwie relevant wäre? Stadtwache? Die heißen alle nur Stadtwache. Sonst hätte ich jetzt einen von denen gefragt, was macht denn euer Boss, wenn der nicht da ist? Euer Chef, euer Boss. Ist ja keine Organisation. Wäh. So, Soltan. Wir könnten noch mit Soltan reden, wenn der sich hier irgendwo rumtreiben würde. Seine geile, hochfrisierte Frisur. Hochfrisierte Frisur. Seine stacheligen Haare, die sieht man ja eigentlich auch von Weitem schon. Oder wir könnten... Was gibt's? Habt ihr irgendwo ein paar Orchideen? Ich will die billigsten Blumen. Tulpen. Kosten die schon 20? Oh. Ich glaube, davon nehme ich mal eine. Geil, ich will mal das austesten, was wir jetzt, was für ein Angebot wir jetzt bekommen haben. Gucken, ob das funktioniert. Menschen sind seltsam. Bleib stehen. Von mir bekommt ihr alles. Alles? Oh. Dann kriegt ihr das hier. Ich weiß nicht, wie in Türmen eingesperrte Prinzessinnen ihre Dankbarkeit zeigen, wenn sie befreit werden. Aber ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich nehme euch beim Wort. Wie romantisch, wir haben eine Hure gevögelt, für so 5 Minuten wahrscheinlich. Charaktere, Prostituierte. Ich meine, wenn wir ja dafür schon, ja okay, bezahlt haben wir jetzt nicht dafür. Und sie wird sich wahrscheinlich so ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. So 10% als bei dem üblichen Kunden, aber okay. So, also Soltan sehe ich gar nicht mehr. Nee, keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Dann könnten wir nochmal mit wem reden? Mit dem Detektiv, genau. Der dürfte uns ja ein bisschen, doch vielleicht ein paar Tipps geben. Über Vincent. Mal schauen. Wie hieß der nochmal? Raimund? 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 Wo ist der Typ? Ach da. Doch, Raimund heißt er. Marlow. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Sie haben... Achso, wir könnten Ihnen nochmal erzählen, dass der Gefangene, der Salamandra, der sich im Kerker befand... jetzt im Krankenhaus verlegt, im Krankenhaus sich befindet. Sie haben den Gefangenen ins Krankenhaus verlegt. Umso besser. Da werden weniger Wachen sein. Bewachen werden sie ihn trotzdem. Ihr könntet in der Nacht mit ihnen reden. Ohne Zeugen. Ich werde darüber nachdenken. Das war's schon? Hey! Ich will noch mehr mit dir reden. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Ich hasse es, wenn ich mit denen irgendwas... denen was erzähle, so einen Gesprächspunkt abarbeite und die das Gespräch beenden und ich die nochmal anklicken muss. Wieso kann ich dann nicht wieder hier in dieses Menü reinkommen? Also, ich habe den Hauptmann der Wache befragt.
Ich habe den Hauptmann der Wache befragt. Irgendwelche Schlussfolgerungen? Ich habe nicht genügend Fakten. Aber genau darum geht es bei Ermittlungen, die Fakten zu bekommen. Fragt die Leute aus über Vincent und die Salamandra. Sprecht mit jedem, der etwas mit unserem Verdächtigen zu tun hat. Wenn ihr einen Hinweis findet, fragt den Verdächtigen danach. Seine Reaktion spricht sicher Bände. Wenn ihr ein klares Bild habt, stellt ihn zur Rede. Gehen wir bis dahin all den anderen Hinweisen nach, egal wie unbedeutend sie zunächst scheinen mögen. Also eigentlich habe ich keine Beweise, noch nicht mal irgendwas. Also muss ich jetzt, glaube ich, alle Leute nach Vincent ausfragen. Aber diese Gesprächsoption ist noch blau. Was sollte ich noch mal als nächstes machen? Sprecht mit Vincent Mais, dem Hauptmann der Stadtwache, und verhört den Zeugen. Könnt ihr nicht mit dem Hauptmann reden? Könnt ihr nicht mit dem Hauptmann reden? Wir sind nicht gerade die besten Freunde. Der Hauptmann betrachtet mich als Konkurrenten. Mit mir wird er nicht reden. In Ordnung. Ich werde diesen Hinweisen nachgehen. Na gut, müssen wir jetzt irgendwie dann doch machen. Also für Vincent brauchen wir noch ein paar Beweise. Aber wir haben keine. Mit wem haben wir denn noch nicht geredet über Vincent? Mit Pechschwarz vielleicht? Oder Pechschwarz? Für zwei Ohrens Putz. Halt Schnauze und Putz. Eure erste Reise nach Vizier. Bla bla bla. Erzählt mir was darüber. Kann man so. Hier gibt die Havi ein Ba. Dem Orden. Ah, verdammt, nee. Es gibt keinen Eintrag für. Danke für. Vincent, sonst wäre das echt toll gewesen. Naja. So, wer hat da noch was zu sagen? Wir müssten mit Siegfried reden. Okay, ich weiß, wo der ist, aber da möchte ich noch nicht hin. Was ist denn das? Was ist denn das? Dann gehen wir mal zum Friedhof. Der Totengräber, der dürfte sich auch direkt davor befinden. Und vielleicht, whoops, fall nicht hin. Mit uns reden. Kind, Hund, Totengräber. Hildegard Zollstock. Wer ist denn Hildegard Zollstock? Ist das eine Hure? Kann ich dir auch Blumen geben? Der Friedhof. Tote und Untote warten hinter diesem Tor. Jede Menge Arbeit für einen Hexer. Was geht bei dir, Schätzchen? Fehl mir. Hilft mir denn niemand? Warum so traurig? Mein Gatte spukt bei mir. Was soll ich tun? Spukt? In eurem Schlafgemach? Mein verstorbener Gatte spukt bei mir. Erzählt mir mehr. Erzählt mir mehr. Vielleicht kann ich euch helfen. Mein Mann starb vor einem Monat. Er spukt in meinem Haus. Des Nächtens heult er. Aber das Schlimmste ist... Sprich weiter. Das Schlimmste. Er fliegt nachts schreiend auf dem Friedhof herum und verleumdet mich. Zweifellos zerreißen die Leute sich schon die Mäuler. Bringt ihn zur Vernunft. Ich flehe euch an. Wahrscheinlich nur, weil sie denkt, ach, mein schlechter Ruf. Er erzählt noch, wie schlecht ich im Bett bin und wie ich ihn betrogen habe. Es kostet euch 200 Orens, wenn ich Erfolg habe. Oh, eine stattliche Summe. Kapital aus der Not anderer zu schlagen. Tja, regelt das mit ihm, dann bezahle ich. Nice. Wo finde ich euch, wenn ich fertig bin? Ich bin jeden Tag zur Mittagszeit hier. Warum kann ich meinen Lohn nicht kassieren, wann immer ich das will? Seid ihr blöde? Mein Gatte fliegt herum und ruiniert meinen Ruf. Da werde ich mich nicht in Gesellschaft eines Mörders sehen lassen. Auf bald. Die ist ja bekloppt. Okay. Dann noch eben mit dem Totengräber geredet. Was darf's sein? Kiefer oder vielleicht Eiche? Eine ganze Gruft? Mal sehen, 5 Ellen breit? Misst er mich schon aus? Ich brauche keinen Sarg. Ich habe nicht die Absicht, in absehbarer Zeit zu sterben. Klingt logisch. Vielleicht können wir ja Geschäfte machen. Was für Geschäfte? Eine Partnerschaft. Mit diesen Schwertern, da schlagt ihr zweifellos dann und wann ein paar Köpfe ab. Lasst es mich wissen, wenn ihr wieder einen abmurkst.
Ihr bekommt euren Anteil am Erlös des Sarges. Ha. Lass den Unsinn. Ich brauche etwas anderes. Was braucht ihr? Wegen der Anzeige bin ich hier. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Genau, für den war ja in dieser Hundefetttöpfe, genau. Ich habe 6 Töpfe Hundefett. Ich benutze das Fett für meine Särge. Hier ist euer Lohn. Und warum ist der Friedhof abgeschlossen? Warum ist der Friedhof abgeschlossen? Weil die Toten nicht in Frieden ruhen wollen. Keine Angst, im hellen Sonnenschein bleiben sie in ihren Gräbern. Aber jemand sollte sich darum kümmern. Vielleicht setzt ja jemand mal eine Belohnung aus, doch bis jetzt scheint es keinen sonderlich zu stören. Ich werde mich darum kümmern, wenn ihr bereit seid zu zahlen. Bis dahin sage ich, lebt wohl. Na toll, ein Held. Glaubt ihr, es ist leicht, einen Toten zur letzten Ruhe zu betten? Macht, was ihr wollt. Vielleicht wird euch der Hauptmann der Wache belohnen. Kann nicht schaden, mal nachzuhacken. Was braucht ihr? Alles klar, nachzuhacken können wir gerne machen. Lebt wohl. Nachhacken. Nachhaken ist gut. So, dann würde ich sagen... Oh, was haben die denn hier? Elfen? Oh, die haben Elfen aufgehangen. Und ein Zwerg. Ihr Drecksäcke, was haben die euch getan? Okay, ich bin der Ameisenkönig, wir spielen The Witcher. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder. Macht's gut. Ciao.